Und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir ein neues Mikro gekauft. Ich sage euch auch gleich warum. Aber ich wollte euch so ein bisschen zeigen, was das so für Mikro ist. Und so einen kleinen Mic-Test machen. Und schauen, was ihr so dazu sagt. Das ist nämlich ein externes Mikro. Also ich habe da was an mein Handy reingeschnallt und habe das hier eben in der Hand. Und jetzt gerade ist das das normale Setting. Das Mikro hat aber auch noch Noise Reduction, also Hintergrund oder so Rauschreduktion. Und ja, es ist so ein Mini-Mikro und das kann man sich auch anstecken. Was super praktisch ist für das, was ich gekauft habe. Und ich zeige euch mal die Box. Und zwar ist es das Boya V1 Mikrofon. So sieht es übrigens aus, was ich an das Handy geschnallt habe. Extra für iPhones. Es gibt auch mit USB-C. Stecker. Und ich habe es von Amazon bestellt. Das gute Stück hat, ich glaube, es waren 40 Euro, 39 Euro irgendwas. Und da gibt es noch das Boya V2. Das unterscheidet sich, glaube ich, aber eigentlich überhaupt nicht, außer mit der Batterielaufzeit. Deswegen habe ich gedacht, nee, alles günstigere. Ne? Müssen wir jemals Geld aus dem Fenster rausschmeißen. Und das ist ein Omnidirection Sound Pickup Mikro. Das heißt, aus jeder Richtung nimmt es den Sound auf. Type-C Charging Port hier unten. Und da kam dann auch das Ladekabel mit im Paket. Und man kann wohl 50 Meter damit vom Handy weglaufen. Und es nimmt wohl immer noch auf, was ziemlich cool ist. Da gibt es noch eine Mute Funktion. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie sie geht, aber ist egal. Und da ist ein Sticker drauf, aber ich glaube, die Akkulaufzeit ist ungefähr 8 Stunden oder 9. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Und das, so hört sich das Mikro eben an, ohne Noise Reduction. Und ich mache jetzt mal Noise Reduction an. Da gibt es einen kleinen Punkt hier, der so blau ist, da steht NR drauf, also Noise Reduction. Und wenn ich dann lange drauf drücke, verändert sich auch die Farbe von dem Punkt. Der wird, glaube ich, grün. Moment. So, jetzt ist grün. Und so hört sich das Mikro an, ohne Hintergrundgeräusche. Ich mache übrigens so eine Mischung aus Softspoken und Whispering, weil ich nicht genau weiß, wie viel das Mikro aufnimmt. Ich hoffe sehr, dass es euch trotzdem gefällt. Okay. So viel zum neuen Mikro. Und ich wollte so ein bisschen Random Talk mit euch machen. Und euch erzählen, für was ich das Mikro überhaupt gekauft habe. Ich lasse jetzt mal die Noise Reduction an. Und wir gucken dann im Nachhinein, wie sie es anhört. Und zwar bin ich jetzt noch eine Woche hier in Deutschland. Und dann gehen wir in den Urlaub. Und zwar meine ganze Familie. Meine Mama, mein Papa, meine Schwester, mein Schwager, mein Neffe, mein Freund und ich gehen nach Krabi, Thailand für 2 Wochen. Und ich wollte eigentlich schon immer so ein Mini-Ansteckmikro, wo man nicht viel Sachen braucht zum Aufnehmen. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um mir eins zu kaufen. Ich habe das ganz oft auf TikTok schon gesehen, dieses Mikro. Und habe ein bisschen geschwankt zwischen dem V1 und V2. Das V2 hat eine längere Batterielaufzeit, glaube ich. Aber kostet auch, glaube ich, 60 Euro. Und deswegen bin ich jetzt mal beim günstigeren geblieben, wie schon gesagt. Und das nimmt eben ziemlich wenig Platz weg. Ich meine, ich brauche, ne, das passt alles hier in diesen Karton rein. Das heißt, nicht viel Platz im Koffer.
Und weil eben 2 Wochen eine ziemlich lange Zeit sind und Thailand schöne Spots hat, dachte ich mir, kaufe ich das jetzt für diesen Urlaub. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon mega auf den Urlaub. Ich glaube, auch 2 Wochen sind eine gute Zeit, um genug zu sehen. Und ja, dafür habe ich mir eben dieses Mikro gekauft. Und 2 Wochen gehen wir nach Thailand, Krabi. Wir haben was ganz Besonderes vor, also mein Freund und ich. Und zwar wollen wir uns dort Tattoos stechen lassen. Ich habe auch schon ein gutes Tattoo-Studio rausgesucht. Man kann es auch, also das Tattoo-Studio, wo wir hingehen, der Tätowierer kann die traditionelle Art mit dem Bambusstab, kann der stechen, aber auch die normale Art, also ne, mit normaler Maschine. Und weil, ich habe mich ein bisschen eingelesen, man kann das auch bei Mönchen machen. Die entscheiden dann aber, welches Motiv und welche Stelle wohl. Und es ist wohl nicht immer sehr hygienisch. Also die wechseln wohl nicht immer die Spitze nach jedem Gast, der da ist, um sich ein Tattoo machen zu lassen. Und auch das mit der Stelle raussuchen, finde ich ein bisschen, ja, ich möchte es gerne selber raussuchen, wo ich das habe. Und deswegen haben wir uns für ein Tattoo-Studio entschieden. Wir wissen noch nicht, ob wir die traditionelle Tattoo-Art machen oder die normale mit der Maschine. Aber die traditionelle Art ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Bambusstab mit vorne einer spitzen Nadel. Und dann hauen die dir das Tattoo in die Haut. Und mein Freund macht auch Kampfsport. Also ist nochmal auf einer anderen Ebene mit Thailand und so verbunden. Und möchte sich ein Sakyant-Tattoo machen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche oder ob das wirklich so heißt. Ich glaube schon. Und es besteht aus verschiedenen Motiven, beziehungsweise es gibt verschiedene Sakyans und er möchte mit einem anfangen oben. Ich blende mal ein Bild ein. Oben am Rücken. Und den Rest dann vielleicht in Deutschland fertig machen oder im nächsten Urlaub, wenn wir dann wieder in Thailand sind. Mal gucken. Und Sakyant hat eine spirituelle Bedeutung, bringt wohl Glück und Wohlstand und Ansehen und soll einen von bösen Flüchen und Geistern und so wohl fernhalten. Und ich habe mir überlegt, ein Unalome-Tattoo zu machen. Ich blende euch mal so ein Bild ein, wie ich es ziemlich, ziemlich schön finde. Und ich finde die Bedeutung auch sehr schön. Und zwar startet das Tattoo unten mit so einer Kringel. Und das soll als Zeichen der Geburt sozusagen stehen. Und dann kommen so hin und her schwankende Linien. Und das ist wohl das Hin und Her schwanken zwischen im Leben, also was dir so passiert. Die ganzen schlechten Dinge und guten Dinge und alles, was halt so, ne, vor sich geht im Leben. Und das geht dann über in eine Linie. Und diese Linie soll wohl die Verbindung zum Leben und sozusagen, dass man sich gefunden hat und das Leben. Die Existenz und also, ne, dass das alles so ein bisschen eine Linie dann ist, weil man sich gefunden hat. Und ja, oben noch eine Lotusblüte. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde auch die Bedeutung schön, dass das Leben nicht immer nur eine Linie ist, sondern eben auch auf und ab hat. Ich weiß noch nicht, welche Stelle ich mache. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich es auf die traditionelle Art mache oder auf die normale Art. Ich glaube, das überlege ich mir noch, weil wir lassen uns das Tattoo natürlich erst am letzten Tag stechen, dass man dann, ne, weil du kannst ja mit einem frischen Tattoo nicht ins Meer oder so, dass man da halt keine Risiken eingeht, dass sich das irgendwie entzündet. Und dass man dann direkt in den Flieger steigt danach sozusagen und nach Hause fliegt. Als Erinnerung für den Urlaub. Und ich finde das ziemlich schön, die Idee von diesem Tattoo. Und auch die Bedeutungen und so. Und ich finde es auch schön, dass direkt dort vor Ort zu machen, wenn man in dem Land ist. Und eigentlich auch ziemlich cool, das auf die traditionelle Art zu machen. Wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, was die auch sagen. Ich habe erst ein kleines Tattoo, ein Familientattoo unter der Brust, wo wir das russische Wort Navsikda, also für immer, uns tätowiert haben, meine Mama, meine Schwester und ich. Das hat schon ziemlich weh getan. Und ich weiß nicht, wie diese traditionelle Technik ist, wie sehr das weh tut, aber ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich weh tut. Und ja, deswegen mal gucken. Mein Freund hat noch gar kein Tattoo. Das heißt, es wäre sein erstes Tattoo. Und
ein erstes Tattoo auf diese traditionelle Art und Weise zu stechen, weiß ich auch nicht. Ja, wir fragen mal den Tätowierer wahrscheinlich, was der dazu sagt. Der kennt sich damit am besten aus. Und ja, ich habe eine Lektüre, die ich mir in den Urlaub nehmen will. Und zwar die hier. Kompass für die Seele. Von Bas Kast. Das Fazit neuester Studien zur Resilienz und innerer Stärke. Und ich wollte mir das eigentlich kaufen. Und war dann immer so hin und her gerissen. Soll ich nicht, weil es gibt ziemlich viele tolle Bücher. Und dann war ich bei uns hier im, bin ich am Bücherregal vorbeigelaufen. Da können Leute einfach Bücher, die sie nicht mehr wollen, reinstellen. Und da war eben auch dieses Buch. Und da habe ich gedacht, das ist ein Zeichen, das muss ich jetzt mitnehmen. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein ziemlich cooles Buch. Man lernt bestimmt viel. Ich weiß nicht, ob ich das in den zwei Wochen wahrscheinlich komplett schaffe, es komplett das durchzulesen. Wir werden sehen. Und ja, es geht um Sachen wie Meditation und die Studien dazu und was das für einen bringt, aber auch sowas wie Philosophie, Lebenskunst nach Art der Stoiker. Also ganz interessante Themen, wie ich finde. Musik. Wie wirkt Musik, Schlaf und Träume? Also finde ich ganz spannend. Und ich weiß nicht, ich glaube, das wird ein Urlaub, wo man, sagen wir mal, wenig Zeit hat zum Lesen, weil viel passiert und man viel sieht. Und da ist, glaube ich, so ein Buch ganz gut, wo nicht so viel zusammenhängt ist, sondern immer kleine Kapitel zu Themen. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob ich es durchlese oder nicht, wie viel wir nur faul am Strand rumliegen werden. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch gar nicht abschätzen. Aber ich freue mich sehr. Wir werden auch Roller mieten. Wir haben uns ein Häuschen auf Airbnb ausgesucht. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es wird. Aber ich freue mich sehr. Und mein Freund und ich, deswegen kam auch so eine längere Zeit wieder keine Videos, war ich auch im Urlaub. Also, ich habe irgendwie meinen ganzen Jahresurlaub aufs Ende vom Jahr geschoben. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum. Es hat sich irgendwie so ergeben. Und wir waren eine Woche Motorradurlaub machen. Wir waren am Gardasee. Wir sind mit dem Motorrad eigentlich, also mein Freund fährt Motorrad, ich sitze nur hinten drauf. Und die Hinfahrt war eine Katastrophe, weil es hat die ganze Zeit geregnet. Und wir hatten so Seitentaschen, damit wir auch Klamotten und so mitnehmen können und genug Platz haben. Und die eine Seite, auf der einen Seite hatten wir unsere Sachen in so einer extra regensicheren Tüte drin sozusagen. Und auf der anderen Seite, weil diese Tüte ein bisschen Platz genommen hat, haben wir gesagt, machen wir nur so eine Haube drum von außen. Weil es aber wirklich die ganze Zeit einfach durchgeregnet hat, hat es da irgendwie seitlich reingeregnet. Und unsere ganzen Klamotten haben sich von unten aufgesogen und waren pitch patch nass. Wir haben auch noch einen Zwischenstopp gemacht. Wir haben es nicht direkt geschafft zum Gardasee. Und waren, glaube ich, oh, lass mich nicht lügen, 6 Stunden auf dem Motorrad unterwegs. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war eine Qual. Es war eine Qual. Und wir haben einen Stopp beim Aachensee gemacht. Das war richtig schön, aber ziemlich nebelig. Man hat nicht so viel gesehen. Aber egal. Da waren wir eine Nacht, haben gefrühstückt und sind dann weiter zum Gardasee. Und die Besitzer waren ziemlich, ziemlich nett. Und meine Eltern kommen ja aus Russland. Und die konnten Russisch dort. Also es waren Russen. Und mein Freund hat so ein bisschen Connections gemacht und gesagt, ach, meine Freundin, die kann auch Russisch. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und die haben uns direkt ins Herz geschlossen. Und haben uns erlaubt, unsere Sachen, die ja pitch-patsch nass waren, bei denen in Trockner zu machen. Was ziemlich nett war. Und da waren unsere ganzen Sachen schön trocken. Das heißt, wir konnten die wieder einpacken und weiterfahren. Und zum Glück hat es am nächsten Tag nicht mehr so geregnet. Und da waren wir am Gardasee. Es war super, super schön. Und wir hatten so ein Bed and Breakfast ganz oben auf dem Berg. Und das Hochlaufen war anderes Level, aber egal.
jedes Mal gestorben, als sie da hochgelaufen sind. Aber es war ziemlich schön und die Aussicht war auch sehr, sehr schön. Und als wir dann dort waren, konnte man von so einem kleinen Buffet dort sich auf ein Tablett das Frühstück mitnehmen, auf die eigene Terrasse da und konnte mit einem mega schönen Ausblick das Frühstück genießen. Und es war einfach sehr, sehr schön. Ich werde es nicht vergessen. Am Gardasee war es allgemein ziemlich voll, aber wir waren auch in der Hauptsaison, also selber schuld, aber egal, es war trotzdem wunderbar. Und habe viel am Gardasee halt gesessen und sind ins Wasser rein, es war ziemlich kalt. Und haben nur noch einen Tag, also wir waren 3 volle Tage am Gardasee und waren am zweiten Tag noch so eine Mini-Tour machen, weil wir uns auf die Rückfahrt mental vorbereiten mussten, weil die ziemlich, ziemlich lang war. Weil wir noch eine Freundin in Konstanz besuchen wollten und der Weg vom Gardasee nach Konstanz ist ziemlich lang. Empfehle ich nicht. War auch eine kranke Qual. Aber es war trotzdem toll. Und am Gardasee war es einfach mega, mega schön. Und auch wenn es nur 3 Tage waren, irgendwie hat es für den Kopf mega gut getan, weil der aus war. Also es war sehr, sehr schön. Es war, man hat den ganzen Alltag vergessen. Es hat echt, echt gut getan. War auch ein mega schöner Urlaub. Wir haben aber auch schon Sachen gelernt, wie wir es beim nächsten Motorradurlaub vielleicht nicht machen. Weil jetzt war es eher, man hätte auch mit dem Auto fahren können, weil wir sind eigentlich nur hingefahren und waren dann halt dort. Und eigentlich, ne, mit dem Motorrad sollte man halt mehr fahren, eigentlich, wenn es ein Motorradurlaub sein soll. Und das wollen wir das nächste Mal dann anders machen. Wir werden sehen, wann wir das machen. Also halt mit mehr, einfach mehr Zwischenstopps, dass das Fahren auch ein bisschen mehr Spaß macht, weil nach einer Zeit, also nach dreieinhalb Stunden reicht es einem fast schon auf dem Motorrad, weil der Popo tut ziemlich weh. Und wenn es dann auch noch regnet, muss nicht sein. Muss es einfach nicht sein. Aber wir haben es gut gemeistert und es war einfach mega schön. Und ja, jetzt gehen wir, da waren wir eine Woche unterwegs und jetzt gehen wir 2 Wochen nach Thailand und dann noch sind wir 2 Wochen wieder hier und dann gehen wir wieder eine Woche nach Ägypten, die Oma von meinem Freund besuchen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also wie ihr seht, viel Urlaub. Und das ist so ein Mikro nicht schlecht, ne? Weil ich brauche mein Blue Yeti da nicht mitnehmen und irgendwie aufstellen und groß irgendwas vorbereiten, so wie das Setup jetzt ist, ist eigentlich perfekt. Ich kann das überall hin mitnehmen, an Strand oder keine Ahnung wo, das Handy aufstellen und fertig. Deswegen nicht schlecht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr das Video fandet und wie ihr das Mikro findet. Ich mache mal nochmal Noise Reduction aus. So, jetzt ist Noise Reduction wieder aus. Ich glaube, man hört das Rauschen. Auf jeden Fall hoffe ich, das Mikro gefällt euch und die Qualität gefällt euch und ihr könnt euch daran gewöhnen, dass vielleicht die nächsten paar Videos mit diesem Mikro stattfinden. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr diese Softspoken findet. Ich weiß nicht, ob das Mikro eben Flüstern so gut aufnimmt. Deswegen habe ich jetzt hauptsächlich dieses Softspoken gemacht. Lasst mich wissen, wie ihr das findet, ob die nächsten Videos auch Softspoken. Und ja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen.